Bücher, die dich interessiert haben, als du jung warst? Jules Verne. Diese Krakengeschichte habe ich gelesen, als ich in der dritten Klasse war. Ich glaube, das war eines der ersten Bücher wahrscheinlich, als ich in der dritten oder vierten Klasse war, das mich überwältigt hat. Ich meine, er hat alles übertrieben. Eine solche Krake gibt es nicht auf der Welt. Er stellte sich einen so großen Oktopus vor, der kommen könnte, um uns völlig nach unten zu ziehen, wie einen Ozeandampfer und all solche Sachen. Ich glaube, ich war in der dritten oder vierten Klasse, als meine Fantasie derart mit mir durchgegangen ist. Diese Krake und mein Wunsch, ans Meer zu fahren und diese Kraken zu sehen und all die anderen Dinge, die damit zusammenhängen. Ich glaube, fast 8 Monate lang krochen diese Kraken durch mein Gehirn. Das ist ein Buch, das meine Fantasie wirklich ergriffen hat. Das nächste große Buch, das meine Fantasie ergriff, war Gullivers Reisen. Ich wollte auf diese Insel gehen und diese kleinen Menschen treffen und sie ein bisschen herumschubsen und allein die Vorstellung, denn wenn man 7, 8 Jahre alt ist, ist man ein verdammter Lilliputaner in der Welt. Jeder ist größer als du und jeder denkt, er sei erwachsen und jeder, denn ich konnte denken wie sie, ich konnte fühlen wie sie, aber sie dachten immer, man sei ein Lilliputaner. Ich wollte also auf diese Insel gehen und diese wirklich Kleinen treffen und sie ein wenig herumschubsen, so wie sie es taten, die Erwachsenen es mit mir taten. So, Gulliver's Travels really. Das hat Gullivers Reisen also wirklich getan. Und okay, das andere große, all diese Bücher mit dem zur See gehen, haben mich irgendwie fasziniert. Robinson Crusoe hat mich einfach überwältigt. Ich wollte wirklich weggehen. Als wir in der 9. Klasse waren, planten ich und meine Freunde, ein Schiff zu bauen und bis nach Tahiti zu fahren. Wir wollten einfach wegfahren, 3, 4 von uns. Wir wollten ein Boot bauen und weg nach Tahiti segeln. Wir haben die Meeresströmungen studiert, wie man fährt, zu welcher Jahreszeit man auf den Ozean hinausfährt und so weiter. Es gibt einen weiteren Film, ich weiß nicht, ein Kapitän. Es gab damals viele englische Filme, in denen Kinder wegliefen zum Meer. Wie nennt man sie? Blinde Passagiere. What do you call them? Stowaways. Als blinder Passagier fährt man mit einem Schiff weg. All diese Geschichten fesselten meine Fantasie so sehr, dass wir immer gesungen haben, wenn du wegläufst, musst du zum Meer laufen, du musst zum Meer laufen. Wir sind nie weggelaufen, zum Glück. Wir wären fast gelaufen, aber wir sind es nicht. Robinson Crusoe und auch später noch hat mich dieses Verlorengehen auf einer Insel fasziniert. Was ist das? Ibsens... Crichton, wie heißt es? Cry? Admirable Crichton. Der bewundernswerte Crichton. Eine ganze englische Familie im viktorianischen Zeitalter reist mit einem Schiff. Sie stranden und verirren sich auf einer Insel. Und plötzlich wird das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Diese englischen Dandys können auf einer Insel nicht überleben. Sie wissen nichts, wie man etwas macht. Sie wissen nicht einmal, wie man ein Streichholz anzündet. Langsam wird also dieser Crichton ist ein Koch. Langsam wird der Koch zum Anführer. Und dieser Aristokrat wird zu einem Trottel auf der Insel. Dieser Crichton heiratet eine der Töchter. Ja, denn sie sind viele Jahre lang da. Die ganze Gesellschaft kehrt sich um. Die Niedrigsten werden zu den Höchsten und die Höchsten zu den Niedrigsten. Weil sich die Umstände geändert haben seit England. Und nach etwa 8 oder 10 Jahren kommt eines Tages ein Schiff und sie wissen nicht, was sie tun sollen, weil jetzt der Koch der Chef geworden ist. Wenn das Schiff kommt, wird plötzlich alles wieder umgekehrt. Aber Crichton sagt, das ist eine natürliche Ordnung der Gesellschaft. Dort war das die Ordnung, hier ist das die Ordnung. Wenn man zurück nach England geht, ist dies wieder die Ordnung. Also gibt er ein Rauchzeichen. Das Schiff kommt und holt sie ab. Und dann kommen sie zurück nach England und Crichton wird erneut zum Koch. Und plötzlich fühlt sich der Dandy so unbehaglich, weil er die ganze Zeit über ein Trottel war, der zu nichts zu gebrauchen war, und plötzlich ist er jetzt der Herr. Und sie alle erfinden Geschichten, wie sie auf der Insel überlebt haben und wie sie wunderbare Dinge getan haben. Und Crichton sagt kein einziges Wort zu allem, sagt er, yes, Sir. Er wird wieder ein Butler in ihrer Familie. Das ist also der bewundernswerte Crichton. In der Oberschule war ein Buch, das ich gelesen habe, Die Möwe Jonathan. Hast du das gelesen? Richard Bach? Richard Bach?
In etwa einem Monat hatte ich dieses Buch etwa 23 Mal gelesen. Und das hat mich wirklich überwältigt. Ich habe Illusionen auch viele Male gelesen. Khalil Gibrans, was? Der Prophet hat wirklich eine Seite in mir berührt. Mehr noch, Mikhail Naimis, das Buch des Merdat. Oh, das war wunderbar. Ich habe sie alle gelesen, als ich so zwischen 20 und 24 war. Und sie haben sich alle in mir auf großartige Weise aufgetürmt, eines auf dem anderen. Moby Dick hat mich wirklich überwältigt. Das ist ein Buch, das mir noch immer im Kopf herumschwirrt, auf die eine oder andere Weise. Da geht es um einen Wal, wieder das Meer, weißt du? Und Tolstoi war wirklich, das ist mir ziemlich nahe gegangen, Dostojewski und Tolstoi. Das hat eine sehr große Wirkung auf mich gehabt. Hast du Krieg und Frieden gelesen? Ich habe fast alle Bücher von Tolstoi gelesen. Das waren alles russische Bücher, die für 2 oder 3 Rupien zu haben waren. Ich kaufte mir die ganze Bibliothek russischer Bücher und las sie durch. Auf welche Weise transzendieren Bücher unser Leben? Sie transzendieren nicht. Es ist nur so, dass wenn der Autor viel Einsicht besitzt, um das Leben so zu leben, wie es jeder lebt, würde es für dich 1000 Jahre dauern. Aber wenn man in diesen 2 Tagen ein 500-seitiges Buch liest, das in das Leben von jemandem so detailliert eindringt, dann durchlebst du das wirklich, ohne das alles tatsächlich durchmachen zu müssen.